Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne und das ist das Orakel der Seele für die Woche vom 16. bis 22. September. Dafür schließe ich mich energetisch an die Seelenebene an, auf der all unsere Seelen miteinander vernetzt sind, und ich schaue nach, welche allgemeingültigen Energien und Schwingungen in dieser Woche auf uns einfließen werden und wie wir am besten damit umgehen können. Zur Veranschaulichung nehme ich meine kleine Helferin zur Hand, das Kollektiv Mädchen, dass ich stellvertretend für uns alle schon mal die kommende Woche vorausschicke, schaue, was ihr widerfährt und somit was uns widerfahren wird. Unser Kollektiv Mädchen ist in dieser Woche ein Schmied, also sie hat so eine Schürze an und sie hat einen Hammer und hämmert eben auf so ein Stück Eisen ein, also sie formt es. Und darum geht's im wahrsten Sinne des Wortes, Pläne schmieden. Das kann gut noch die nachfolgende Energie des Vollmondes sein vom 14. September. Die Energien klingen ja immer ein bisschen nach oder man hat sie auch schon so im Vorlauf manchmal mit drin. Und da geht es ja darum, eben das Alte abzuschließen und Neues anzufangen. Und wir oder sie, das Kollektivmädchen, nutzt Anfang der Woche noch diese Energien eben, um etwas zu kreieren. Es kommt gerade, es ist noch nicht ganz klar, was es ist, aber sie startet überhaupt schon mal, das ist gut, sie formt ihre Gedanken. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht formst du deine Gedanken in Richtung Business, in Richtung Beruf, dass du dir überlegst, vielleicht den Job zu wechseln oder dich selbstständig zu machen oder ein Projekt, was du bei der Arbeit hast, dem du neue Formen geben möchtest oder einen neuen Kontakt oder Umgang mit deinen Mitarbeitern oder Kollegen. Kann aber genauso im Liebesleben sein, dass du dich dafür entscheidest, ja, auf neue Art und Weise vielleicht jemanden kennenzulernen oder wenn du in einer Partnerschaft bist, dass du neuen Schwung in die Beziehung bringen möchtest. Und Anfang der Woche planst du das. Du überlegst dir, wo könnte ich jemanden kennenlernen, wie könnte ich die Beziehung neu oder die Liebe oder das Feuer neu entfachen. Also egal auf welcher Ebene, sei offen und mach dir wirklich Gedanken, was möchte ich verändern, wie möchte ich es verändern, wie könnte es sein. Also sei völlig offen mit deinen Gedanken, nutze aber auch die geistige Welt, weil manchmal haben wir begrenzte Meinungen oder Ideen. Wir können ja immer nur innerhalb unseres Weltbildes handeln, innerhalb unserer Glaubenssätze. Und das nimmt uns manchmal die Möglichkeit, noch tollere, noch schönere Dinge zu entdecken. Ein kurzes Beispiel, mir hat gerade eine Coaching-Teilnehmerin erzählt, sie war im Urlaub, sie sind mit dem Wohnwagen gefahren und sie hatten diesen einen Campingplatz ausgesucht. Und der war belegt und sie hatten sich so auf diesen Campingplatz gefreut. Und dann sind sie zum nächsten gefahren und der war einfach noch viel toller, als sie sich das vorstellen konnten. Und genauso passiert es öfter. Wir sind vielleicht im ersten Moment enttäuscht, wenn es nicht so kommt, wie wir uns das vorstellen. Aber eben unsere Vorstellungen sind manchmal begrenzt. Und dann ist es toll, wenn uns das Universum einfach zu was Besserem führt. Muss man mal ganz klar so sagen. Deswegen sei da wirklich offen für alle Möglichkeiten. Überleg dir auch, ja, wie das sein könnte, auf welchen Wegen noch Geld zu dir kommen könnte, zum Beispiel, außer eben über deinen Lohn, über dein Gehalt, ja, das könnte alles sein, ne? Das über ein Lotto gewinnen, über Geld finden, über was geschenkt bekommen, über das Angebot einer Nebentätigkeit, was auch immer. Wir dürfen da nicht so begrenzt sein in unserer Vorstellung. Also das ist so der Hinweis für Anfang Woche, Pläne schmieden, aber eben nicht so viele Grenzen auferlegen. Und dann geht es ganz toll weiter, denn dann kommt es in Fluss und man sieht jetzt, wie aus diesem Schmiedevorgang, diesem Schmiedeprozess wirklich etwas entsteht. In diesem Fall ist es ein Messer. Das ist ja nicht umsonst so. Ich frage gleich mal nach, warum ausgerechnet ein Messer geschmiedet wird. Es kommt nur noch dazu, dass die Energien besonders begünstigt werden, ab Mitte bis Ende Woche. Wir haben nämlich am 19. und am 22. September wieder einen Portaltag. Das heißt, für die, die das erste Mal zuschauen, dass eben die kosmischen Einstrahlungen sehr hoch sind, dass die Schwingungen auf der Erde erhöht werden und dass wir besser und leichter Kontakt zur geistigen Welt aufnehmen können. Also ganz, ganz tolle Energien. Jetzt kann es manchmal sein, dass die Portaltage uns ein bisschen erschöpfen, weil unser Körper ja noch grobstofflich ist, noch ein bisschen langsamer schwingt und die hohen Schwingungen holen eben auch alles Alte, allen Ballast raus, alles, was nicht zu uns gehört. Diese Portaltage aber vom 19. und 22., ich wollte gerade sagen bis 22., dazu sage ich gleich was, die haben eine motorisierende Wirkung, das pusht, das gibt eine hohe Energie und da kommen wir in Schwung. Da können wir langsam umsetzen, was wir geplant haben, da kommen wir ins Handeln. Also nutz da die Energie, um wirklich deine Projekte ins Laufen zu bekommen. Ja, also da kommt so ein Schub durch diese Portaltage. Und es ist wirklich wieder so wie ein Tunnel, dass wir zwar nur am 19. und 22. Portaltage haben, aber
die Tage dazwischen sind auch hochenergetisch. Ja, weil, wie gesagt, die Energien schwingen manchmal vor oder nach. Und genau so ist es. Es schwingt noch nach vom 19., schon vor vom 22. Und dann ist es, als hätten wir wie so eine Brücke, die komplett diese ganzen Tage zwischen 19. und 22. hochsetzen. Also da kommt es ins Schwung, da kommt es ins Laufen. Wie man bei unserem Kollektivmädchen sieht, wird da der Plan schon mal so auf eine, oder auf eine vollendetere Ebene hervorgehoben, hochgehoben. Vollendet ist noch nicht ganz das richtige Wort, sie ist noch nicht ganz fertig, aber es tut sich immerhin schon was. So, jetzt die Frage, warum ist es ein Messer? Kommt sofort wegen der Klarheit. Man sagt ja auch Messer, scharfer Verstand. Aber eben dieses Messer durchschneidet, ne, also irgendwie ganz sanft, ist sehr scharf. Also es bringt diese Klarheit, diese klaren Schnitte, diese klaren Linien, kommt da gerade. Das heißt, das ist super und das zeigt wieder, manchmal muss man losgehen und unterwegs kommt die Klarheit, unterwegs erfährt man das ein oder andere. Wir wollen oft schon perfekt sein oder ein perfektes Ergebnis haben, bevor wir losgehen. Wir wollen wissen, dass das zu 100% genauso gut ist und funktioniert. Diese 100%ige Garantie gibt es nicht. Wir wissen erst, ob uns das wirklich zu 100% zufrieden macht, wenn wir es haben. Mit anderen Worten, wenn du dir ein Haus auf Mallorca wünschst, dann weißt du erst, ob dich das wirklich 100% zufrieden macht, in dem Moment, in dem du das Haus auf Mallorca auch hast und dort lebst. Bis dahin ist es ein Traum und eine Vorstellung. Ja? Und genau so ist es. Wenn es perfekt sein muss oder du wirklich die 100%ige Garantie haben willst, dann wirst du nie losgehen und nie handeln. Und das ist schade, denn gerade auf diesem Weg erfährt man so viel, man lernt so viel über sich, man hat Herausforderungen, man wächst und man kommt weiter und man entwickelt sich. Und genau das ist es. Unterwegs auf diesem Weg bekommt unser Kollektivmädchen die Klarheit, wo sie genau hin will, was sie genau tun möchte, was sie genau tun kann. Und das ist großartig. Also geh los, unternimm was. Mach dir vorher einen Plan, definitiv. Ja, nicht nur ins Blaue laufen. Aber dann geh einfach mal los und mach und lerne unterwegs. Das ist der Tipp für diese Woche. Eine sehr, sehr, sehr spannende und wieder hochenergetische Woche. Und ich bin schon sehr gespannt, was sich da bei dir tun wird. Wenn du Unterstützung brauchst, schau wie immer gerne bei den werbeste.com Seelenhelfern vorbei. Da bekommst du 1:1 Beratungen und Coachings. Wenn du dich selber noch weiterentwickeln, also selber weiterentwickeln, aber selber noch mehr dein eigener Ratgeber werden möchtest, empfehle ich dir meine Online-Kurse Öffne deine Hellsinne und den Königinnenkurs Erwecke die weibliche Urkraft in dir. Den siehst du auch hier hinter mir und als Link unter dem Video. Ich danke dir fürs Zuschauen, ich wünsche dir eine ganz wundervolle Woche und bis zum nächsten Mal.